Ja, schöne Kacke. Was ist passiert? Hier ist eine Pipeline, die kaputt ist, da komme ich gar nicht durch. Hast du das nicht gesehen auf der Karte? Nein, hatte ich wirklich nicht gesehen. Das heißt, ein kleines Stück zurück und dann Und rechts dann abbiegen. außen rumfahren, genau. Schweinerei. Läuft wie ein Länderspiel quasi. So, ich komme jetzt auch Ich auf komme mir die. ja vor, dass ich in Polen bin und mit Zahlung reinfahren muss. Was denn? Ich komme gleich wieder. Ja, okay. Andrea Hört hat sich nicht gerade. gut an. Nein, Andrea hat gerade irgendwie. Wir haben noch ein unaufgebautes CD-Regal, das hat sie auf den Boden gepfeffert. Sie will Okay. irgendwas wieder. Was hast du denn? Ich dachte, du bist umgefallen. Ja, ist ja in Ordnung. Ich mach doch keinen Stress. Ja, Zicke, genau. Wieso kriegt man den da nicht raus? Kriegt man da schon raus, aber du brauchst wirklich schweres Gerät. Mit dem Mit einer richtigen. langen Winde. Und ich glaube nicht, dass der. Dass der Jeep dabei wirklich hilft. Nein. Oder wie gesagt, von oben mit dem Kranwagen, das könnte auch noch funktionieren. Wenn du Glück hast. Ein hat. Wichtig ist mal, dass da unten soweit repariert ist, dass er, ne, mit hoch kann. Weiß nicht, kann man in den vielleicht sogar einsteigen? Nee, glaube ich nicht. Das ist von der Quest. Ne, dann kannst du nicht Kannst einsteigen. erst wenn dann danach, wenn dann erst einsteigen. Der Höhe, wo ich jetzt bin, würde ich nur hochkriegen, aber da komme ich mit der Seil nicht mehr an. Ja, das ist ja das Problem. Und wenn ein zweiter kann auch mit dem Seil nicht helfen, Zuckel, weil du kannst immer nur ein Seil dran machen. Ja, das ist ja das, was ich schon bemängelt habe. Eben Also das. lass mal das. Erstmal ja. Erstmal ja. So, wo soll ich sonst hin? Der, und unten im Wasser kann man den auch nicht weiterziehen, oder? Ne, es gibt ja keine Möglichkeit, das Ding da rauszukriegen. Außer über diese eine Stelle da. Sicher, wenn man Ja, ich habe gerade. bei Medeni ja schon Bin gerade rausgezogen. auch am Gucken. Ich glaube, ich sehe eine Möglichkeit, aber ich bin mir nicht ganz Ich sicher. bin mir nicht sicher, ob man hinten unter der Dings nicht durchkommt. Und zwar, wenn du vom Quack aus, das ist aber eine ganz schöne Strecke, einfach runter gehst. Dort sind zwei Langzungen, so grau. Siehst du die, Sascha? Ja. Darunter vielleicht, aber ich weiß nicht, ob ich die bis dahin kriege. Moment, ich gucke jetzt erstmal, ob man hier überhaupt. Bin da noch nie runtergefahren. Ob man da unten auch. Das wäre jetzt nicht für mich nicht das Problem, da runter zu fahren. Ja, aber diese zwei grauen Lanzen, was du da meinst, du hast ja nicht die Möglichkeit, das da hochzuziehen. Ist ja also Leitplanke davor. Das weiß ich, das sehe ich auf der Karte nicht. Ja, deswegen. Das Einzige, was du machen könntest, eventuell, wenn es klappt, erstmal da hochzuziehen, wo ich ja gerade eben vorgestanden habe, wo zu war, und dann da über die Brücke zu ziehen, wenn du Glück hast. Aber in den meisten Fällen klappt das meistens nicht. Also das Gerät, was da unten steht, ist ein schweres Gerät, deswegen. Gehört in der Kategorie schwer rein. Ja. Und hinten kommst du unter der Pipeline nicht durch. Das wird das Problem sein. Genau. Ich sehe nämlich auch keine Möglichkeit, also hinten rein theoretisch, aber. Und in deine Richtung, Fahrtrichtung. Ja, aber ich glaube, da kommst du hinten unter dem Dings nicht durch. Muss ja nicht durch, ich muss ja nur hochkommen. Ja, wenn du unter der Pipeline nicht durchkommst, dann kommen nützt dir auch hochkommen nichts. Aber vor der Pipeline rechts zum Beispiel. Das ist noch die Kreuzbrücke. Also unter der Pipeline durchkommen geht sogar, aber. Laut Karte hätte ich gesagt, vor der Pipeline rechts. Frage ist nur, kommt man da überhaupt durch? Ja, hinfahren, gucken, ob du durchkommst. Mal durchtesten.
Einmal zur Brücke hinfahren und dann von der Brücke aus versuchen, da hinzukommen. Ob das dann gut zu befahren ist. Wagen gleich mitzuziehen. Dafür muss ich aber erstmal den Wagen so gedreht haben, dass ich da gut hin kann. Halt. Achso, du hast ihn auch dran. Ja, aber ich kann den nicht ziehen, also. Nur minimal wahrscheinlich. Ja, ich mache erstmal ein bisschen Platz. Da über den Stein wirst du nicht rüberkommen mit deinem. Du kannst ja mal lösen, dann versuche ich ihn über den Stein zu kriegen. Jetzt warte mal, ich habe doch hier das komplett falsche Auto dafür. Wie gesagt, mit dem Jeep den hier langziehen ist fast nicht möglich. Aber. Ja, jetzt bin ich auch im Lastengang. Ich übernehmen soll, willst du das sagen? Ja, Zuckel, dann mach. Ich sag ja nur, wenn ich übernehme. Ja. Nicht will. Doch, du willst. Dann mach. Nein. Ich hab nur angeboten. Ja. Jetzt was? Ich ja, ich hab ja gesagt, ich hab das falsche Auto. Von da aus, du kannst hier versuchen, hier oben hoch und dann auf die andere Straße. Das geht. Den Weg. Alles klar. Kommt, ah, jetzt rammt er mich noch weg. Hab ich gerade Entschuldigung gesagt. Ja. Oh, hier oben waren wir noch nicht. Ich tue mal die eine Quest aktivieren hier noch nebenbei. Ja. Jetzt muss ich erstmal gucken, wo. Muss ja sowieso drehen. Schade, Millimeter wäre ich durchgekommen. Ja, aber man kann die Quest zurücksetzen. Also der steht nicht fest da festgefahren. Ist die Frage, mit welchem LKW, ob der Tatra vielleicht stark genug ist, den da hochzuziehen, glaube ich aber auch nicht. Oh, ich bin gleich auf der Straße. Und ich habe einen kaputten Motor gerade. Komplett kaputt oder nur beschädigt? Nö, 10 Punkte. Okay. So, jetzt muss ich erstmal gucken, wo ich denn lang müsste. Ach, eine Garage haben wir ja noch nicht, ne? Nein, du musst gucken, da gibt es einen Abgabepunkt. Da ist eine Quest, die kann man aktivieren. Das war da, wo du oben reingefahren bist und der sagt dir dann halt eben, wo der hin muss. Habe ich halt, habe ich auf Caesar gedrückt. Parkplatz ist das wahrscheinlich. Wenn der Pfeil nach unten zeigt, ja. Zeigt, ja. Na hurra, da habe ich mir aber eine Strecke ausgeguckt. Ja, der wird halt eben komplizierter, wenn man auf die andere Seite kommt. Weil der Weg wird länger, weil du jetzt ja da rausgefahren bist, wo es nicht vorgesehen ist. Und dadurch werden die Wege dann länger, aber machbar ist das, haben wir ja mit dem anderen auch gemacht. Ja. Vielleicht muss da lang, wo Patrick jetzt gerade lang fährt. Da kommst du oben nicht durch. Ich komm nicht durch. Weil die Wege teilweise nur Schlamm sind. Und da das hast ist alles nur Schlamm und hoher Schnee. Da, du fährst über die Hauptstraße. Das ist, da fährt der Sascha gerade. Wo ist jetzt die Kupplung? Ich guck grad. Ich bin da. Ah. Okay, er hat den da rausgezogen. Alles klar. Ja, da wirst du ein bisschen Probleme kriegen, weil da vorne der Weg, der nach rechts geht zum Beispiel, ist dazu. Geht ja nicht. Ja, ich muss es versuchen, weil anders komme ich jetzt nicht mehr raus. Aber wenn du die Straße folgst und dann rechts fahren würdest, geht nicht, weil wie gesagt, da ist die Gaspipeline kaputt. Die ist noch nicht repariert. Ja, oh, ist es so, ne? Na, dann kannst du nur aus. Ansonsten darf vorher erstmal stehen lassen. Wie den Wagen aus dem Graben habe ich. Die schon zum Parkplatz. Weil hier, wo ich lang fahre, würde ich für Zuckel nicht empfehlen. Na, ich weiß, das ist für den Geländewagen eigentlich gedacht. Genau. Allrad und so habe ich ja Gott sei Dank.
Ja, darum geht es nicht. Es ist wirklich sehr matschig. Ich habe sogar schon zu tun und ich habe Ketten drauf. Genau, also probieren kannst. Das, im schlimmsten Fall kann man den einfach wieder dahin stellen, wo er vorher auch war. Das war Patrick. Ja, richtig, richtig. So war mein Gedanke. Na, du hast mich gesehen. Ja, dein Licht gerade eben. Bist du gerade vorbeigefahren? Ja. Ja. Würde ich sozusagen, weil ich komme nicht raus. Ich habe hier keinen Baum, gar nichts. Wäre gut, wenn du mir helfen könntest. Mach Licht an, dann siehst du es vor. Ich drehe gerade. Ups. Ja, mach ganz in Ruhe. Muss ja, ich bin selbst im Lastengang und der will nicht. Das ist aber auch eine tiefe Stelle. Du hast recht, da kommt man leider nicht an der Pipeline vorbei. Ja. So, warte mal. Bist du denn? Rechts. Hier rechts ist die Einfahrt. Ja, hier rechts ist die Einfahrt. Ich habe nur geguckt, wo du bist. Dadurch kommt man da auch nicht. Okay, dann muss ich links machen. Na, mal gucken. Das Licht kam von der Seite auf alle Fälle. Mhm. Ja, ich habe mir auf meinem oben erstmal einen Lichtträger rauf montiert. Ich will jetzt viel sehen. Das tue ich wirklich. Ja, irgendwo hier vorne musst du jetzt gleich kommen. Genau. Ist halt die Kurve nach links gleich und dann wirst du es mich schon sehen. Ja. Das jetzt mache ich das Licht aus, dann siehst du es mich. Jetzt, ja, ich sehe dich schon. Nur nicht zu nah dran fahren, ne? Sonst kommst du gleich selbst nicht raus. Ja, die Schneeketten sind echt nicht gut für den Jeep. Ich drehe mal um, damit ich wenigstens vorwärts die Kraft habe. Ganz in Ruhe. Ich brauche ja nur einen Haltepunkt, um rauszukommen. Nur verziehe ich dich ja gleich da vorne raus, wenn du durch mich festgefahren bist. Ja, das passiert wahrscheinlich nicht, aber... So, kannst dich anhängen? Ja. Alles klar. Ja. Danke dir. Bitte. Ja, für so ein paar Sachen ist der Jeep dann doch zu gebrauchen. Oh ja. Die drei Achsen sind echt nicht schlecht. Hat der LKW auch, aber beim LKW ist der Radstand ja nochmal anders. Ja, Schneeketten ist nicht alles, muss ich sagen. Vor allen Dingen, wenn hier Matsch kommt. Ich habe noch eine andere Strecke gefunden, die ist ein bisschen kürzer. Von Matschweg her. Da wo ich jetzt stehe, einfach rechts abbiegen. Dann komme ich irgendwann wieder auf die Hauptstraße. Die Brücke denn repariert, ja, ne? Die Brücken da müssten repariert sein. Da sonst sind Symbole dran, bei den kaputten Brücken. Ja, da wo du jetzt bist, da vorne war noch eine Brücke. Ja, die sind. Sonst sind da so Wecker-Symbole dran, das heißt, dass die Brücke kaputt ist. Muss halt eben nur gucken bei den Pipelines, das siehst du dann auf der Karte, wenn die auf dem Boden liegen. Erstmal gerade schön den Sichtbereich frei, danke schön. Ja, hier waren wir noch nicht. Ja, gerade gesehen, weil die Karte mal mehr aufgeht. Da bin ich wieder. Baby. Langsam bin ich mir noch nicht mal mehr sicher, ob der hier wirklich die Schneeketten drauf hat oder ob da was schief gelaufen ist. Kann man das nicht sehen, wenn du von der Außenansicht guckst? In der Werkstatt sehe ich es auf alle Fälle. Ich frage mich gerade, was das hier ist. Ist das die Werkstatt vielleicht? Das sieht so... Das müsste ja doch anzeigen dann, wenn du ranfährst. Ja, ich bin ja nicht dran gefahren. Ich habe das Militärflugzeug gefunden. Schön. Ich fahre noch mal den Bogen. Vielleicht ist das die Werkstatt. Wäre ja nicht schlecht, wenn da eine wäre. Hier ist eine auf der Karte. Wir haben sie nur noch nicht gefunden. Ich meine, den Punkt, den du jetzt gefunden hast. Ja, ja. Das die Werkstatt wäre, wäre ja nicht das schlecht. Wird nämlich vieles einfacher machen auf der Karte. Mein Reden. Deswegen fahre ich jetzt noch mal außen rum. Sehr nett von dir.
Aber so bist du ja immer. Genau. Hilfsbereit. Genau. Ja. Erstmal die Ziele abbrechen, die man eigentlich hat. Sascha, du hast in deinem Leben noch Ziele gesetzt? Ja, in dem Spiel jetzt gerade jedenfalls. Achso. Ja, aber das sieht ziemlich gut aus hier. Zugewachsen, die Einfahrt, da stehen Bäume drin. Okay, ein Anhängershop ist hier schon mal. Ja, und da ist das Werkstattsymbol da vorne. Bin dummerweise nur an die Ausfahrt der Werkstatt rangefahren. Aber da eine Werkstatt sieht wie die andere aus, ne? So, ist die Werkstatt damit jetzt frei hier? Kraftstoff aufgefüllt. Ja, Dingsketten hat er drauf. So ein Mist. Wie kriege ich den Motor von dem anderen LKW nicht mehr an? Weil der Sprit leer ist? Keine Ahnung. Vermute ich jetzt einfach mal so, ne? Ich würde fragen, ob ich ein bisschen nachtanken kann. Das ist mir unglaublich. So springt das Ding dann immer weg, Mensch. Auf Nachtanken und die Schrift springt weg, aber es passiert gar nichts. Ich hoffe mal, dass die Werkstatt für euch jetzt auch frei ist damit. Aber spätestens mit dem Aussichtsturm, oder? Steht aber dran, wenn du den am Schleppen an der Schleppleine hast, sagt er dir doch Motor läuft oder Motor aus. Hat er ja eben nicht gemacht, das ist ja mal. Oder er ist nicht repariert. Das geht auch noch. Manche LKWs sind ja so beschädigt, dass man sie erst reparieren muss, bevor man. Kann ich hier nicht, sagt er mir nichts von. Na dann, wenn das nicht anzeigt, dann wird es auch nicht sein. Ja, manchmal hilft das, wenn du nur so ein kleines Stück vorfährst. Richtig. Was können wir jetzt noch ein paar Stück bauen, bis ich hier durch bin? Boah. Ich habe hier ja auch keine echte Straße, die. Es ist irgend so ein Feldweg, aber da. Oh, warte mal, da hinten ist irgendwas gelb, mitten im Sumpf. Da fahre ich mal rein, das sieht interessant aus. Das könnte nämlich so ein verstecktes Bauteil sein. Ja, das ist eine Dingskiste, so eine versteckte Lagerkiste. Oder die war noch nicht auf, aber die hole ich mal, wenn ich hinkomme, heißt das. Ich muss nur durch das ganze Wasser hier durch.
Oh, dann gibt es jetzt gleich schon mal Ersatzteile. Mit den zu schleppenden LKW hat man ein bisschen dichter herangezogen. Das geht, glaube ich, etwas besser dann. Zumal fährt er so halbwegs in der Spur, wo ich fahre. Ach nö. Querung. Er ist ja schon wieder geil. Okay, der andere LKW hat einen leeren Tank. Ah, jetzt zeigt er die Ersatzteile wieder an. Man hat hier im Fluss Ware verloren. Ja, ich kann die Ersatzteile hier nicht aufnehmen, geil. Aber er zeigt sie auch nicht mehr an. Jetzt bin ich aber wieder da. Also ich habe hier gerade eine Ersatzteilkiste im Flussbett gefunden. Ja, und dann wollte ich annehmen und jetzt taucht das Zeichen für Aufnehmen nicht mehr auf. Ja, nicht jetzt wirklich. Doch. Ich kann ja noch mal reinfahren. Also das heißt, ich habe dasselbe Problem. Er nimmt schon wieder nichts an. Ja. So, machen wir das mal anders. Ich muss mal nämlich dringend auf den PC eben. Und dann können wir das wahrscheinlich mal eben neu starten. Ja, ich glaube auch. Ich starte mal das ganze Spiel neu. Nützt ja nichts, ne? Scheiße, na gut.